sprechen wir heute im Phoenix-Tagesgespräch, nachdem wir am Mittwoch mit Armeniens Botschafter in Deutschland gesprochen haben, heute mit dem Botschafter der Republik Aserbaidschan. Schönen guten Morgen, Nazimi Agayev. Guten Morgen. Herr Agayev, Ihr Land, Aserbaidschan, hat letzte Woche Dienstag die Region Bergkarabach mit einem militärischen Kurzeinsatz unter ihre Kontrolle gebracht. Warum? Also vor 30 Jahren überfiel Armenien Aserbaidschan und besetzte 20% des Staatsgebietes unseres Landes. Armenien führte eine völkermörderische Invasion und massive ethnische Säuberungen gegen 1 Million Aserbaidschaner durch, plünderte und zerstörte barbarisch jedes einzelne Haus dieser zwangsvertriebenen aserbaidschanischen Zivilisten und legte 1 Million Landminen in diesen besetzten Gebieten. Für diese Verbrechen wurde Armenien nie bestraft. Gegen Armenien wurden keine Sanktionen verhängt. Auf Armenien wurde kein Druck ausgeübt, diese Ungerechtigkeit ein Ende endlich mal zu setzen. Mhm. Und 2020 befreite Aserbaidschan große Teile unserer Gebiete von der barbarischen Okkupation. Aber ein Teil der Streitkräfte Armeniens blieben in Karabach, ungefähr 10.000 illegale Soldaten von Armenien. Herr Agayev, die Geschichtsschreibung geht ja ein bisschen anders. Es gibt seit dem 2. Jahrhundert vor Christi in dieser Region vor allem ja armenischstämmige Menschen, die dort leben. Und in ganz Bergkarabach gibt es nur eine verschwindend geringe Anzahl von aserbaidschanischstämmigen Einwohnern. Also ist es doch ein Gebiet, in dem vor allem Armenier gelebt haben, aber auf dem Territorium von Aserbaidschan. Ist das so nicht richtig? Also Armenien und Aserbaidschan haben in Karabach jahrhundertelang zusammen gelebt. Und heute, natürlich seit 30 Jahren, ist Karabach als Bestandteil der Republik Aserbaidschan anerkannt. Aber leider wurde diese Region total von Aserbaidschanern sozusagen befreit. Alle Aserbaidschaner wurden vertrieben, deswegen nur Armenier blieben dort. Und das ist natürlich eine große Ungerechtigkeit. Und wir haben in den Jahren seit dem Zweiten Karabachkrieg Armenier in Karabach eingeladen zum Dialog, mehrmals, aber alles wurde abgelehnt. Und dann am 19. September zwei Landminen töteten 6 aserbaidschanische Staatsbürger, 2 neue armenische Landminen in Karabach und viele andere Provokationen an der Kontaktlinie. Deswegen Aserbaidschan hat keine andere Wahl, als limitierte Antiterrormaßnahmen abzuhalten. Und es hat nur 24 Stunden gedauert, bis die Separatisten kapitulierten. Und diese Antiterrormaßnahmen richteten ausschließlich gegen die militärische Infrastruktur. Und wir haben die zivile Infrastruktur und Zivilisten nicht ins Visier genommen. Und seitdem bieten wir vollständige Staatsbürgerschaft den Armeniern in Karabach an. Alle Rechte und alle Sicherheit werden garantiert von aserbaidschanischem Staat und eine Reintegration ist möglich. Es leben viele andere Armenier in Aserbaidschan, in Baku und anderen Städten von Aserbaidschan. Aha. Trotz dem Konflikt sind sie in Aserbaidschan geblieben und haben weiter gelebt. Das gleiche friedliche Zusammenleben kann auch der Fall in Karabach sein. Wir sind eine Vielvölkerstadt. Wir haben hunderte Tausende Christen, Juden und andere in Aserbaidschan, die friedlich dort leben. Herr Agayev, jetzt sind ja Zehntausende auf der Flucht aus Angst vor Gewalt und Unterdrückung eben der neuen Macht Aserbaidschans. Was passiert mit den Menschen in Bergkarabach, von denen es ja nicht mehr viele gibt? Denn von den 120.000 sind etwa offenbar schon an die 80.000 geflüchtet oder auf der Flucht. Was passiert mit dem Rest? Dürfen die, sollen die bleiben, auch wenn sie Armenier sind? Absolut. Unser Außenministerium hat schon Mitteilungen gemacht. Wir haben auch als Regierung Mitteilungen gemacht, dass die Armenier in Karabach bleiben sollen und werden alle Rechte unter Sicherheitsgarantien genießen als aserbaidschanische Staatsbürger. Die brauchen keine Angst zu haben. Leider hat ein Teil der Armenier schon das Gebiet verlassen. Die Aufforderungen der bewaffneten Separatisten, das Gebiet zu verlassen, und die von diesen Separatisten und der armenischen Regierung in Jerewan verbreitete Angst, spielte dabei eine wesentliche Rolle. Übrigens, laut Agence France-Presse behaupten auch einige Armenier, die aus Karabach gekommen sind, dass sie von den separatistischen armenischen Behörden unter Druck gesetzt wurden, die Region zu verlassen. Also das Verlassen dieser Armenier der Region ist rein individuell und freiwillig. Aber diejenigen, die bleiben, werden alle Rechte als aserbaidschanische Staatsbürger
genießen. Das ist schon mal wichtig zu sagen. Das heißt, Sie sorgen auch für die Sicherheit auch von Armeniern in Bergkarabach, die sich entschließen zu bleiben, denn sie haben ja dort auch ihr gesamtes Hab und Gut. Absolut. Wir werden sie nicht ausschließen. Die sind unsere Bürger und werden als aserbaidschanische Bürger dort weiterhin leben. Und ich vergewissere Ihnen, das Leben der Armenier in Karabach wird viel, viel besser sein als früher während der 30-jährigen Okkupation. Wir haben schon tonnenweise, hunderte Tonnen an humanitäre Hilfe, Medikamenten, Treibstoff, Wasser und so weiter an Armenier in Karabach geschickt. Wir werden bald ein Feldlazarett dort bauen, um Armenier dort zu helfen. Und auch viele andere humanitäre Hilfe werden weiterhin nach Karabach kommen. Also wir werden uns um die Armenier als Staatsbürger von Aserbaidschan kümmern. Wir sind sehr überzeugt, dass dieses friedliche Zusammenleben in dieser Region wiederhergestellt werden kann. Herr Geif, Sie, Aserbaidschan, blockiert seit Dezember den einzigen Zugang von Armenien nach Bergkarabach, den sogenannten Lachin-Korridor. Seit Juli, also seit über 2 Monaten, haben Sie auch humanitäre Transporte so gut wie nicht mehr durchgelassen. Es fehlt in Bergkarabach offenbar an Lebensmitteln, an Treibstoff, an Medikamente. Viele Menschen können nicht richtig behandelt werden. Sie haben also eine humanitäre Katastrophe in Kauf genommen in den letzten mindestens 2,5 Monaten. Können Sie verstehen, dass Armenierinnen und Armenier Ihnen nicht vertrauen und Ihnen nicht glauben, wenn Sie sagen, ja, wir schützen auch Armenier in Bergkarabach? Also die Lachin-Straße wurde eigentlich von Armenien innerhalb von 2,5 Jahren benutzt, um Waffen, Soldaten und illegale Waren, Militärgüter nach Karabach zu liefern, um dort die 10.000 armenischen Soldaten zu versorgen und diesen bewaffneten Separatismus gegen Aserbaidschan zu unterstützen. Und deswegen haben wir Einschränkungen eingeführt, damit Armenien diese illegale Aktivitäten nicht weiterführen kann. Aber wir haben mit dem Roten Kreuz gearbeitet. Wir haben auch angeboten, selbst Hilfe für Karabach. Leider blockierten die armenischen Separatisten eine Zusatzstraße über Abdam. Herr Gajew, das ist auf jeden Fall etwas anderes als das, was alle westlichen Medien berichten, inklusive Nichtregierungsorganisationen. Nur, dass wir das noch mal festhalten, denn die sagen, dass sie diese Blockade seit Dezember durchführen. Also es war keine Blockade, es war ein eingeschränkter Zugang. Aber jetzt, diese Lachin-Straße ist voll funktionsfähig. Das Rote Kreuz und russische Friedenstruppen benutzen diese Straße vollständig, um Hilfslieferungen nach Karabach zu bringen. Also das Vertrauen natürlich muss aufgebaut werden und es ist auch gegenseitig. Das aserbaidschanische Volk hat natürlich auch sehr viel unter dieser Okkupation gelitten. Aber als aserbaidschanische Regierung werden wir die Sicherheit der Armenier garantieren und alles dafür tun, dass sie sich in Aserbaidschan wohlfühlen. Aber allmählich werden wir natürlich das gegenseitige Vertrauen wieder aufbauen können. Darauf bin ich überzeugt. Herr Agaev, unter anderem das Analyseinstitut International Crisis Group in Brüssel hat schon im Juli berichtet, dass hunderte Tonnen an Waffen inklusive Raketen und Drohnen aus der Türkei und Israel nach Aserbaidschan transportiert worden sind. Ist das Ihre Vorbereitung auch auf einen größeren Krieg gegen Armenien? Absolut nicht. Aserbaidschan natürlich hat Recht, sein Militär, seine Verteidigungskapazität zu verstärken. Aber wir haben nicht vor, einen Krieg gegen Armenien fortzuführen. Das Wichtigste ist jetzt, schnellstmöglich ein Friedensabkommen mit Armenien zu unterzeichnen. Und es gibt jetzt eine historische Chance dafür, nachdem die Frage der sogenannten Unabhängigkeit von Karabach gelöst ist. Und wir wollen mit Armin ein neues Kapitel aufschlagen, ein Kapitel des dauerhaften Friedens, des gemeinsamen Wohlstands und des friedlichen Zusammenlebens. Allerdings haben uns bisher diese Gebietsansprüche Armeniens gegen Aserbaidschan daran gestört. Aber jetzt haben wir diese Chance, das Abkommen so bald wie möglich zu unterschreiben. Und der Frieden, die offenen Grenzen und der Handel werden dem armenischen Volk unglaubliche Möglichkeiten für Entwicklung und Wohlstand bieten. Es ist an der Zeit, dass die armenische Führung das versteht und konstruktiv vorangeht. Auch da mögen vielleicht Beobachter insofern Zweifel haben. Ihr Land steht auf Rang 101.
51 von 180 der Rangliste der weltweiten Pressefreiheit. Aserbaidschan wird hart wegen Menschenrechtsverletzungen und mangelnder Pressefreiheit, wie gesagt, kritisiert. Ich selbst habe vor vielen Jahren kein Visum für eine Recherche in Ihrem Land erhalten. Haben Sie Angst, dass vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund des jetzigen Bergkarabachs-Konflikts am Ende vielleicht sogar die Europäische Union es sich noch mal anders überlegt und doch nicht so gerne Gas von Ihnen möchte, so wie das eigentlich in größerem Maße bis 2027 geplant ist? Also bitte wenden Sie sich an uns, an unsere Botschaft. Wir werden gerne Ihnen ein Visum stellen, damit Sie nach Aserbaidschan kommen. Kein Problem sein. Also Aserbaidschan existierte als Teil der Sowjetunion über 70 Jahre in diesem totalitären System, aber seit über 30 Jahren jetzt ein unabhängiger Staat. Natürlich, wenn Sie zurückblicken, was für Errungenschaften Aserbaidschan erzielt hat als ein unabhängiger Staat. Die Wirtschaft hat sich entwickelt. Hunderte, Tausende, Millionen Menschen sind aus der Armut rausgezogen worden. Armutsgrenze war 50%, jetzt ist es unter 5%. Also all diese Errungenschaften natürlich müssen auch geschätzt werden. Es ist in Aserbaidschan ist in einer sehr schwierigen geopolitischen Region. Welch ein Land ist eine perfekte Demokratie? Welch ein Land ist Armenien eine perfekte Demokratie? Also das ist natürlich, es gibt viele Gefangenen, politische Gefangene in Armenien. Ja. Der Herrn Pashinyan kritisiert, läuft Gefahr, im Gefängnis zu landen. Also ja. Das ist natürlich, es ist nur ein, glaube ich, eine Ausrede, weiterhin diesen Separatismus in Karabach zu haben und auf Kosten Aserbaidschans einen zweiten armenischen Staat im Kaukasus zu etablieren. Das hat sich nicht funktioniert. Wir haben, wie gesagt, viele andere nationale Aserbaidschan, die leben dort freilich, sehr, sehr gemütlich ja. Als Staatsbürger. Aserbaidschan. Das war leider keine Antwort auf die Frage nach der EU. Das machen wir das nächste Mal. Vielen Dank, Herr Botschafter, der Botschafter der Republik Aserbaidschan, Nazimi Agayev, hier im Phoenix-Tagesgespräch. Dankeschön.